Ja, so eine kleine Höhle oder so. Fühle mich gerade echt so ein bisschen verloren. Ich muss mich jetzt mal kurz ein bisschen aufs Gucken konzentrieren. Soll man nicht für möglich halten, dass man sich darauf konzentrieren muss. Aber so ist es gerade irgendwie. So, kurz was futtern. Und weiter geht's. Blub, blub, blub. So, hier auch nicht. Nein. Leute, da hinten? Kann das sein in der Wüste? Ich weiß es nicht mehr. Ah, ich glaube, ich habe ihn gefunden. Hi. Lass mich rein. So. Dann reparieren wir jetzt erstmal den Geheimgang. So, dann nehme ich jetzt so. Jetzt müsste es auch von der anderen Seite funktionieren wieder. Und dann suchen wir jetzt doch noch mal diese eine, das die Stelle, die so aussieht wie von einer Enderfestung. So richtig sicher bin ich mir erst, wenn ich auch eine Bibliothek finde oder halt direkt vor dem Portal stehe. Aber es sieht halt von der Bauweise so aus. Ich wüsste halt nur nicht, wo man da noch lang könnte. Oder ich habe jetzt gerade echt irgendwas übersehen. Und ich will hier auch nicht einfach wild irgendwie was abbauen. Aber wir laufen jetzt mal fix da lang. Boah, ist immer spannend, ein Minecraft-Figürchen beim Laufen zuzusehen. Aber wir sind ja auch schon da. So, schauen wir mal. Also hier ist keine Tür. Okay. Hier ist eine Tür. Und da ist eine Tür. Aha. Aha. Okay. Oh, und so viel Moosstone hier. Oh, den würde ich am liebsten. Da ist es. Das Endportal. Moon Princess, wenn du das hier siehst. Ich habe noch ein paar Ender-Augen. Ich habe auch noch ein paar Ender-Perlen. Und ich habe im Nether, wenn du ja zugeguckt hast, auch eine Nether-Festung gefunden, wo es einen Blaze-Spawner gibt. Das heißt, man könnte sich demnächst wirklich Enderaugen basteln und das Portal aktivieren. Sehr schön. Wow, wo kommt ihr denn her? Ihr seid doch deaktiviert. Ach, Drecksviecher. Naja, ist nicht so schlimm. Okay, dann können wir jetzt, wo ich die Gewissheit habe, auch wieder zurückgehen. Ja, wir können natürlich mal hier ein bisschen gucken. Hier ist ein bisschen Redstone. Ah, davon werden wir gar nicht noch genug finden. Aber ich frage mich, wo die Bibliothek ist. Normalerweise ist hier auch noch eine Bibliothek. Habt ihr schon verarbeitet worden? Ich weiß es nicht. Wäre schade drum, weil. Ah, in der Bibliothek kann man sich so viele Bücher holen, damit man die wieder in Bücherregale investieren kann und. Jetzt habe ich irgendwo eine Spinne gehört? Ich hoffe, dass es eine Spinne war. Hier geht es nämlich auch irgendwo mehr lang. Okay, aber da kommen wir ja. Aha, cool. Auch eine Möglichkeit. Hier ging es jetzt hoch, richtig. Aber dann sind wir ja wieder bei der Stadt. Also außerhalb der Stadt. Also laufen wir eigentlich wieder den Gang wieder zurück. Nein, wir laufen hier lang. Einfach so. Hüpf, hüpf, hüpf und hüpf und hüpf und hüpf. Machen uns wieder ganz viel Hunger. So, und hüpf, und hüpf, und hüpf, und hüpf. Muss ich wahrscheinlich wieder bald ein bisschen Essen brennen im Ofen. Bisschen Fleisch braten. Na, lecker braten. Ne? Oh, du wirst gebraten. So, und hüpf, und hüpf. Nee.
Gott, das ist immer anstrengend. Oh. So, was haben wir da? Pilze. Und es ist schon wieder Nacht. Natürlich ist es schon wieder Nacht. Und wir müssen da hinten lang. Alles klar. Und auf geht's. Lassen wir uns den Wald nicht verlaufen noch. So wie vorhin. Ja, vielleicht ein bisschen Hühnchen mitnehmen. So, gib dich. Hallo? Okay, ich weiß, was los ist. Ich glaube, der Server spackt gerade ein bisschen rum. Oder ist wieder einer. Ich laufe einfach weg. Ist momentan sicherer. Ihr habt mich nicht gesehen. Nein, niemals. So, und im Wasser kann auch nicht viel passieren. Selbst wenn ein Creeper explodiert, ist es scheißegal. So. Das Skelett umrunden wir. Müssen wir halt ein bisschen schwimmen. So. Können wir uns noch ein paar Hühnchen hier mitnehmen. So, zack. Ein bisschen Schweinchen und ein Zombie. Weil das gerade ein Zombie despawned. Der hat anscheinend keinen Bock mehr. Was haben wir denn da? Was hat der Zombie da in der Hand? Gehen wir mal gucken. Ich will's wissen. Zombie! Zombie! Komm her! So. Ein Slime. Warum hat er denn Slime gelernt? Wo hast du den denn her? Hast du dich mit einem Slime angelegt? Wenn ja, warum? Komm, nehme ich auf einmal mit. Ich habe zwar noch tausende von denen. Will ich nie brauchen. Ich experimentiere demnächst auch mal ein bisschen mit Redstone rum. Ich weiß wohl noch nicht. Inwiefern, aber scheiß drauf. Was man hat, das hat man. So, Zombie. Fällt's um. Habe ich irgendwas jumpen sehen? Noch ein Zombie. Ja, die Reise soll ja auch nicht zu einfach sein, ne? Ja. Stirb. Autsch. Ein Assassin Creeper. Auch toll. Skelett, Bogenschütze und Creeper. Wir müssen jetzt aber auf. Na, hüpf doch schon. Oh. Nein. Nein, 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 nein. Ihr habt's gesehen. Ich habe ihn garantiert tausendmal getroffen. Oh Gott. Halt hier hoch. So, so, so. So. Gott sei Dank. Das Portal ist da. Ja, genau. Nein, leck mich. Och. So. Schnauze jetzt. Und dann laufen wir zurück. Yay! Sie passt auch gerade irgendwie zur Nacht. Das ist irgendwie gerade ein richtig toller Zufall. Das gefällt mir so richtig. Ich weiß auch gar nicht, wann die Aufnahme hier hoch ist. Ich weiß auch gerade gar nicht, wie lange ich schon aufnehme. Aber heute ist auf jeden Fall Montag, der 3. Juni. Und heute ist auf jeden Fall die erste Folge von Sacred Citadel hochgeladen und freigegeben worden. Das werde ich halt auch zocken. Werde natürlich auch mal versuchen, beide Projekte gleichzeitig hochzuladen. Ich bitte aber schon mal zu entschuldigen, wenn es nicht funktioniert. Schließlich muss ich auch Lust haben, um die Spiele zu zocken, weil wenn kein Bock, dann macht es keinen Spaß und das merkt man dann auch und das muss ja dann gar nicht sein. Ja, aber schaut es euch auf jeden Fall mal an. Ich denke mal, es wird ein gutes Projekt. Das Spiel ist auf jeden Fall ein sehr gutes Spiel. Macht sehr viel Spaß. Spiel ist auch nicht blind.
Aber hab noch zwei andere Spiele momentan zur Auswahl. Das ist einmal The Incredible Adventures of Van Helsing. Für die anderen. Es sind sogar drei Spiele, aber auf die anderen beiden komme ich jetzt gerade nicht. Komplett vergessen. Hab gerade irgendwie ein Blackout, was das angeht. Zu denen überlege ich auch auf jeden Fall Let's Plays zu machen. Van Helsing wäre sogar fast blind. Da habe ich die erste Stadt habe ich ein bisschen gezockt, um halt ein Feeling zu bekommen, wie das Spiel überhaupt ist und um zu gucken, wie flüssig es läuft. Die anderen beiden Spiele muss ich noch installieren. Ah, ich habe gerade gedacht, da hinten ist irgendwie eine neue Kreatur, weil das von hier aus aussah wie so ein irgendwas Wollendes mit rotglühenden Augen. Ah, hier könnt mir momentan eh nichts, hier komm ich an mich ran. Also leckt mich am Arsch. So. Ich hasse. So. Mein Gott. Schwierige Geburt und schon wieder Hunger. Lalalala. Om nom nom. Alles klar. Und weiter geht's. Erstmal wieder das Inventar leer machen. Pfeile kommen hier rein. Ah, da die Ziegel haben wir mit. Die brauchen wir gleich. Ich will nämlich anfangen, das Dach zu machen. Rohes Hühnchen. Habe ich noch mehr rohes Hühnchen? Nein, habe ich natürlich nicht. Ah, Eier haben wir jetzt auch schon wieder ein paar. Das ist ganz gut. Dann müsste ich eigentlich auch bald mal einen Hühnerstall bauen. Oder eine Legebatterie. Das weiß ich noch nicht so genau. Ah, das kommt so eine Lootkiste. Ja, auch die Pfeile. Das ist gut. Dann brauche ich ein bisschen Kohle. Okay. Dann haben wir eigentlich alles, was ich nicht. Ach, die Erde habe ich noch. Glas, Kohle. Da. Komm, gib her. Da reicht eine. Sind genau sechs. So. Packen wir die Erde noch weg. Muss die hier sein? Ja. Passt die da noch rein? Nein. Aber hier passt sie noch rein. Ja, alles schön sortiert hier. Finde ich auch sehr gut. Theoretisch müsste ich jetzt bald mal anfangen, irgendwie hier noch ein paar Kisten hinzubauen, weil die Kramskiste da hinten, da sind halt noch Sachen drin, die ich nicht unbedingt bei Kram reinpacken will. Zum Beispiel die ganzen Ziegel, Muster, Stein und Schienen und Eisen gibt und sowas. Das muss nicht unbedingt unter Krams laufen. Jetzt bin ich mal gespannt, wie das mit dem Dach klappt. Ich überlege, ob ich noch ein paar Ziegelstüfchen mache. Ist vielleicht das Beste. Ah, mein Schwert ist auch fast kaputt. Ah, packen wir erstmal das Food in den Ofen, bevor ich das noch vergesse und dann dauerhaft damit rumlaufe. So. So. Dann haben wir auch Werkbänke. Dann können wir direkt hier so zack. Zack. Noch ein paar Stüfchen. Haben wir noch so ein paar Ziegel, falls ich die doch noch irgendwie brauchen werde. Ja, aber ich will jetzt langsam Gedanken machen, wie ich das mit dem Dach jetzt mache. Ja, ich habe sogar noch ein paar Fackeln da, das ist gut. Ja, hier sind die Schienen jetzt hier zum Beispiel. Das ist natürlich auch toll. Das nenne ich mal konsequent einsortiert. Erstmal Kohle. Ja, ein paar, nee. Ein paar Fackeln auf Tasche machen so. Kohle hier rein. Die Fackeln können. Na, die Fackeln nicht mit. Nehme ich die Schienen mit, dann kommen die wieder. Kommen die hinten zu den anderen Schienen.
Ich müsste echt mal irgendwie gucken, sich ist alles irgendwie so ein bisschen anders sortiere. Vor allem, was ich mit dem TNT mache, weiß ich noch nicht. Da ich auch nicht so wirklich gemein bin, werde ich auch niemanden das Haus in die Luft sprengen oder so, weil das wäre echt kacke. Deswegen weiß ich gar nicht, wofür TNT? Einfach um Spaß zu haben oder was? Ich guck mal, was ich damit mache. Ah, wohin laufe ich eigentlich? Ich brauche eine Workbench. So. Laufen wir weiter zur Workbench wieder. Zack. Wie war das nochmal? Ich glaube. Ja, so nicht. So. Vielleicht nochmal ein bisschen TNT gemacht. Ja, wisst ihr was? So, wo ist das? Da ist das Feuerzeug. Ja, so, das kommt jetzt mal dahin. Komm mit TNT. Wir gehen jetzt spazieren. Haben doch hier geht's doch runter. Schauen wir doch mal, ob wir da unten irgendwas Nettes in die Luft sprengen können. Oh, da war okay, später kommen. Oh Gott, schneller! Los! Ja, super. Nur die Frage, wo ich das jetzt mache. Na komm, gehen wir mal hier lang. Ich weiß gar nicht, wie lange ich hier geblüht habe. Lalala, gehen wir ein bisschen weiter weg, bevor noch irgendwas Schlimmes passiert. Na, machen wir. Keine Ahnung, ob das dann. Das hier mit in die Luft sprengt, wir werden es sehen. Kann einfach so machen, dann müsste das funktionieren. Spielen wir mal ein bisschen Big Bang hier. Ich weiß gar nicht, woher der gegangen ist. Das ist auch egal. Sind auch eigentlich tief genug in der Erde, dass da nichts Großartiges passieren dürfte. Also jedenfalls an der Oberfläche nicht. Das wäre schrecklich. Denke ich mal, dass es schrecklich wäre. So, nochmal hier nochmal. Zack. Und zack. Und dann machen wir hier nochmal. Dann zack. Aus die Fuckel. Die Fuckel muss weg. So, und dann machen wir nochmal hier. Und dann nicht da, sondern machen wir hier hin. So. Und dann gehen wir ein bisschen weiter zurück. Fackel aus und gucken mal, was hier passiert ist. Das Bedrock. Ganz viel Karamell. Oh, hier ist ein bisschen Eisen. Das nehmen wir doch mal mit. Hauen wir das schnell hier aus der Wand raus. Ja, alles ist klar. Ja, so ein kleines Löchlein hier reingehämmert. Haben jetzt hier so einen kleinen Krater, ist doch schön. Können wir eigentlich mit Lava füllen. Und immer wenn irgendeiner doof kommt, schleppen wir den nach hier unten.
und schmeißen ihn in die Lava. Okay, wir machen hier mit Wasser voll und halten uns Killerhaie mit Lasern auf dem Kopf. Oh ja. Das wäre auch noch eine super Idee. Ah, so, das baue ich kurz ab. Gibt Experience. Experience ist extrem wichtig, vor allem bei so einem Werkzeugverschleiß, den ich momentan habe. Aber jetzt wo ich schon mal hier unten. Na, ich hätte nicht hier runtergehen dürfen. Jetzt habe ich nämlich Lust, hier mal kurz so ein bisschen in die Wände noch reinzugraben. Das letzte Mal hatte ich ja Glück. Da habe ich ja. Oh. Habe ich ja Diamantenverkehr. Auf der Seite wird das wahrscheinlich nicht sein, weil ich mir hier schon. Hier komme ich ja schon in die Gänge, die ich von der anderen Mine gemacht habe. Das heißt, hier werden wahrscheinlich. Oh, guck mal, Gold. Ist die Möglichkeit, dass ich Diamanten finde, ja doch eigentlich recht hoch. Und das Gute ist, ich muss erstmal nicht so regelmäßig Licht. Okay, jetzt muss ich regelmäßig Licht setzen. Gucken wir mal, was wir noch so finden. Nur ein bisschen.